Just Music auf der Musikmesse 2015 am Stand von Syntax RME mit dem Matthias Karstens. Morgen, Matthias. Hallo. Wir haben uns alle etwas gewundert, dass das so blend laufende Babyface plötzlich auf Auslauf ging. Aber hier ist der gute Grund dafür. Was kannst du mir über diesen Grund sagen? Das Babyface Pro ist der Grund und wir haben es hier. Dann wollen wir mal den Matthias ausfragen, ob es diesen Zusatz Pro auch verdient. Wie kommt es dazu? Ganz einfach, es ist alles neu am Gerät. Es ist komplett neu gemacht. Also keine Weiterentwicklung oder keine Verbesserung oder Überarbeitung. Es ist wirklich ein neues Gerät. Es hat den gleichen Formfaktor, deswegen sind wir auch beim Namen Babyface geblieben, aber mit Baby hat es eigentlich nichts mehr zu tun. Es ist wirklich voll professionell. Was man schon äußerlich sehen kann an dem Gehäuse, das ist kein Druckguss mehr, es ist aus Aluminium gefräst, so wie man das kennt, aus dem Block. Das kann man auch erkennen an diesen ganz tollen XLR-Buchsen, die wirklich ins Gehäuse eingearbeitet sind. Das ist eine besondere Konstruktion, die habe ich so auch noch nie irgendwo gesehen. Die gesamte Verarbeitungsqualität, die Haptik der Tasten, das Drehrad, alles neu, alles schöner, alles besser, alles geil. So kennt man das ja auch von RME. Ich sehe, jetzt sind hinten ja 4 XLR-Buchsen, die sehen aber auch nicht standardmäßig aus. Doch, doch, das sind ganz normal XLR rein und raus. 2 Kanäle. Aber diese Einbuchtung? Ja, ich sage ja, die sind ins Gehäuse eingelassen. Wir haben keine normale XLR-Buchse verwendet, die man normalerweise in den Rückblender einsetzt, sondern wir haben die XLR-Buchse in das Gehäuse integriert. Dadurch konnten wir das deutlich schmaler machen. Das heißt, dass der Audio-Teil von dem Breakout-Kabel komplett entfällt jetzt? Ja, wir haben kein Breakout-Kabel für Audio mehr, nur noch ein kleines für MIDI-IO. Kannst du mir nochmal die Kopfhörer-Ausgänge zeigen? Da war auch was Besonderes dran, ne? Wir haben jetzt 12 Kanäle rein und raus, also 4 Kanäle analog und 8x ADAT. Die Mikrofon-Line-Eingänge hier hinten und an der Seite 2x Klinke. Die sind hochohmig, man kann also Gitarre, Bass, Keyboard, aber auch Line bis 13 dBU anschließen. Daneben sieht man 2 Kopfhörerausgänge, ganz richtig, das sind die Kanäle 3, 4, die aber beide das gleiche Signal tragen. Der Unterschied ist nur, bei der kleinen Buchse, das ist ein besonders niederohmiger Ausgang mit nur 2 Ohm. Der ist quasi optimiert für die heute üblichen sehr niederohmigen Kopfhörer. Der daneben, der hat 10 Ohm und 6 dB mehr Pegel, der ist optimiert für die eher Standard 200 Ohm Hörer ungefähr. Ne? Also das ist sehr geil. Wenn du es noch einmal umdrehen kannst, die USB-Buchse war auch irgendwie ein bisschen spezieller. Ne? Die Buchse selbst nicht. Wir haben bei dem Gerät wirklich in allen Details gearbeitet. Wir wollten alles verbessern und wir könnten jetzt hier eine Liste mit 3 Stunden runterarbeiten. Das ersparen wir uns natürlich. Im Lieferumfang enthalten ist dieses USB-Kabel. Es passt jedes normale USB-Kabel, aber dieses hier hat eine spezielle Kante umlaufend. Und wenn man das hier reinsteckt, dann verschwindet das wirklich im Gehäuse, rastet ein, nichts wackelt, es ist alles fest. Das wird beim MIDI-Kabel ist es genauso. Das hat so einen speziellen Rand, der Stecker wird rein, fest. Ich kenne viele unserer Kunden von einigen Geräten, dass gerade das MIDI-Breakout-Kabel ein bisschen locker ist. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Ja, ist ja auch, fand ich immer beim Fireface super, halt, ne, der Lastentzugbügel. Also hier wollten wir wirklich alles besser machen, alles sehr High-End. Hier sind exzellente Wandler drin, Low Latency. Wir haben im Gegensatz zum alten BFS wirklich alles verbessert. Rauschabstand, Frequenzgang, Klärfaktor, Wahnsinn. Trotz der nur 5 Volt USB schaffen wir 19 dBU rein raus, das ist die professionelle Level. Ne, wir haben sogar eine PAD-Schaltung drin, also du kannst wirklich vollpegelig rein, Mikrofon, nichts übersteuert. Es gibt durch diese 4 Tasten eine sehr optimierte Bedienung am Gerät. Das ist selbst ohne Handbuch total simpel, einfach verständlich. Mit den 4 Levelmetern hat man einen viel besseren Überblick als vorher mit den 2 nur und jede Menge kleine Details. Und hier beim Stromanschluss, den man natürlich eigentlich, den braucht man ja nicht, wenn es buspowered ist. Das ist genau der Punkt. Natürlich mussten wir einen etwas erhöhten Stromverbrauch in Kauf nehmen. Wir haben aber da auch sehr viel Arbeit investiert, dass der nicht zu sehr steigt, sondern nur minimal. Und haben gleichzeitig das Gerät deutlich verbessert, weil es mit deutlich weniger Volt arbeitet. Heißt also, wenn du das an einen normalen Computer USB 2 anschließt, dann fängt er ein bisschen an zu ächzen. Ja, 5 Volt kann ich jetzt nicht mehr, ich gebe dir nur noch 4,2 aus der USB-Buchse. Das interessiert uns gar nicht. Das Gerät läuft ab 3,6 Volt mit der vollen Spezifikation. Alle Werte, die wir im Prospekt schreiben, sind selbst dann noch möglich.
Und die Strombox hat aber auch irgendeine Form von Arretierung, wenn ich das richtig sehe. Mit dem Modiphase XT haben wir ja den arretierbaren Netzteilstecker eingeführt. Und den gibt es hier jetzt auch. Das heißt, wenn jemand das Ding standalone benutzt und deswegen Netzteil benutzen muss, kann er hier das reinstecken, drehen und dann ist es absolut fest. Sorry, konnte man jetzt in der Kamera nicht sehen. Also das klingt erstmal so, als ob da RME wirklich an alles gedacht hat, ne? Was mir auch an Verbesserungen und Optimierungsmöglichkeiten erstmal so per se eingefallen wäre. Wann können wir denn in den Just Music Filialen mit diesem schönen Gerät circa so rechnen? Wir hoffen Ende Juni. Wir haben ein UVP von 749, was angesichts der Qualitätsunterschiede zum alten Babyface, glaube ich, noch günstig ist. Und den Streetpreis, ja, den macht ihr ja. Da werden wir dran arbeiten. Und es wird aber auch nicht irgendwie die bestehende Produktlinie der REC-Geräte beeinflussen. Nein, überhaupt nicht. Sehr gut, ne? Weil also ein Fireface UC hat ja eigentlich auch ein bisschen anderes User-Profil. Das hat andere Anzahl an Kanälen, ist eher ein REC oder Tischgerät, andere Bedienung. Und es hat vor allem, ja gut, UC hat ja nun nicht, aber das UCX zum Beispiel hat ja dann auch noch einen Unterschied, weil es hat eine Dynamic-Sektion. Die gibt es hier aus Strom- und Kostengründen nicht. Also du hast deine Equalizer, du hast Reverb, Echo, aber kein Dynamics. Alles klar. Echter Pro-Gear von RME, wie man es gewohnt ist. Vielen Dank, Matthias. Bitteschön.